Rapper zum YouTuber, vom YouTuber zum Rapper. Unser heutiges Thema bei Rap Talk bei Doggy3DL. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen. Ich stecke wirklich sehr viel Arbeit in meinen Videos, Freunde. Ich stecke wirklich sehr viel Herzblut in meinen Videos. Ihr werdet es wahrscheinlich immer wieder merken. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr meinen Kanal auch abonniert und nicht nur die Videos schaut. Dann würdet ihr mir auf jeden Fall zeigen, dass ich auf jeden Fall weitermachen soll mit Rap Talk und mit dem ganzen Scheiß. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen auf diesem Kanal. So, fangen wir mal an. Also in der Vergangenheit hat es immer YouTuber gegeben, die irgendwann mal angefangen haben zu rappen. Es hat auch in der Vergangenheit irgendwann mal auch Rapper gegeben, die irgendwann mal angefangen haben, YouTube zu machen. Das gibt's auch. Aber ich will euch heute einige YouTuber zeigen, die Rapper wurden, und einige Rapper zeigen, die YouTuber wurden, ja? Fangen wir mal mit YouTuber Nummer 1 an. YouTuber Nummer 1 ist Kollega, ja? Kollega hat angefangen mit YouTube-Videos drehen, zusammen mit seinem Kumpel Farid Gang Bang. Was ich jahrelang vorhatte, so ein richtiger Double-Time-Track, wo ich komplett durchratter. Hab dann dementsprechend einen Double-Time-Track gemacht, ja, wo es richtig geht. Ja. Könnt ihr euch auch was gefasst machen, meine Freunde? Wichtigste ist, um Deutschrap zu machen, ist kein akzentfreies Deutsch sprechen. Denn mittlerweile habe selbst ich es geschafft, neben dem ein oder anderen deutschen Rapper, wie ein Germanistikstudent zu klingen. Das stimmt. Söhne werden, den will ich erstmal schön Vince Drohl in die Venen jagen. Aber der Fette ist immer noch am Tanzen, immer noch am Springen. Ey, der ist doch voll drauf. Kann mir doch keiner erzählen. Ey, was geben die den Kindern hier, Alter? Nasen geballert, die Jungs, ey. Die beiden haben damals wirklich sehr lustige Videos produziert und die haben meine Kindheit, würde ich mal so sagen, oder besser gesagt meine jugendliche Laufbahn auf jeden Fall sehr geprägt. Sehr lustig, sehr amüsant. Ich finde es wirklich, diese Art von Humor hat, glaube ich, bis jetzt noch gar keine dieser Szene geschafft. Wenn man jetzt sich die Rapper anguckt, das sind wirklich sehr lustige Strolche gewesen, Farid und Kollega. YouTuber Nummer 2 ist Mert AB. Sieh, ohne Bart sieht aus wie eine Missgeburt. Wieso rasiere ich meinen Bart? Jo, Servus Leute, heute mal wieder leider ein Mert gegen Lappen. Das könnt ihr alles ihm verdanken. Und zwar ist er der Gewinner. Und zwar macht er da so ein Video über einen YouTuber namens Der Prinz. Doppel I, Doppel Z. Deine Mutter ist ein Kräuter. Ich hab einfach gecheckt, ich bin für dieses YouTube einfach, das ist nicht meine Welt. Das ist aber auch der Grund, wieso ich der einzige YouTuber bin, oder sage ich mal jetzt Ex-YouTuber, der in Rap akzeptiert wird. Weil ich schon vorher in meinen Videos, in jedem Video fällt einmal das Wort so. Ich bin einfach ein Kanake, Digga. Mert hat auch damals mit YouTube angefangen. Irgendwann mal hat ihn die YouTube-Szene so krass gehatet, weil er einfach immer wieder Probleme hatte mit anderen YouTubern, immer wieder Probleme hatte, sich einem System anzupassen, wie er immer damals gesagt hatte. Und er hatte wirklich am Ende sowas von keinen Bock mehr. Deshalb ist das auch mein letztes Video. Allgemein so YouTube-Video werde ich gar nicht mehr machen. Wenn ihr die Worte, die ich sage, nicht versteht und wenn ihr das und das und das und das nicht versteht, dann werde ich jetzt Rapper und ich werde Sänger und da kann ich reden und sagen, was immer ich will. Hat er auch gemacht, hat er dann irgendwann mal mit YouTube komplett aufgehört. Also sprich dieses typische, was man kennt an YouTube-Videos, das was ich jetzt mache beispielsweise, ja. Mit sowas hat er aufgehört und macht jetzt nur noch Musik und ist sogar erfolgreich, meine lieben Freunde. Ja, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Hat wirklich in den letzten Monaten und Jahren auch richtig geile Tracks rausgebracht, ja. Echt krass und heftig. YouTuber Nummer 3 ist Lil Lano. Ich weiß nicht, ob die meisten ihn kennen. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich unter dem Namen Alec oder Lelek oder wie auch immer. Also diese Menschen. Lil Lano war auch ein YouTuber, ja. Ich habe es ehrlich gesagt, bevor ich Lil Lano irgendwie, also wo ich ihn gehört habe, ich hab das gar nicht im Visier gehabt, ja. Und dann hat mir mal irgendjemand mal einen Link oder ein Video dazu gezeigt. Und der war auch mit namhaften YouTubern unterwegs damals, mit Apo Red und mit Seko von SKK und mit vielen anderen YouTubern. Die meisten Videos sind gar nicht mehr vorhanden, aber die meisten kann man sich noch anschauen, ja, und das ist echt krass, Alter. Der war mal YouTuber. Damals sah er natürlich ganz, ganz, ganz anders aus. Yo, Leute, was geht ab? Lil Lano am Start, Digga, habt ihr mich vermisst? Ich bin wieder am Start. Ich bin der teuerste Newcomer, den es in Deutschrap jemals gegeben hat. Ich habe den heftigsten Deal unterschrieben. Hatte nicht diese komischen Strähnchen da oben, ne? Richtig heftig, Alter. Also Alec aka Lil Lano war auch mal YouTuber.
heftig. Habe ich auch niemals daran gedacht. So, der nächste YouTuber ist, oder wer besser gesagt, der jetzt auch wahrscheinlich jetzt bald YouTube machen will. Warum hast du das gemacht? Das war nur für dich. Okay, okay, das war gelogen. Die meisten von euch kennen wahrscheinlich Mika nicht, der hat auf Instagram, natürlich kennt doch Mika, Alter, der hat damals so lustige Videos gemacht oder macht sie immer noch und der hat jetzt vor kurzem, ein paar Tage hat er glaube ich, ein geiles, kurzes Video rausgehauen, wo er richtig geil rappt, also ich muss schon sagen, der hat Talent. Yeah, fick auf Marlboro, gib mir nur Gold, yeah. Bitches riechen Geld in der Luft und Erfolg, oh mein Gott, du bist so spät wie mein Echo, meine Rechnung geht auf wie die Türen von meinem Lambo. Mika, geil, finde ich echt super, hat er gut gemacht, könnte auf jeden Fall auch was draus werden, ja. Ist auf jeden Fall auch mal ein YouTuber gewesen und macht jetzt wahrscheinlich in Zukunft richtig geile Musik. Also feiere ich auch übelste Sorte. Dann gibt es natürlich auch die gute alte Shirin David, ja, die hat ja auch damals nur YouTube-Videos gemacht und ist mittlerweile auch jetzt eine erfolgreiche Sängerin oder Rapperin. Glaube ich, Rapperin, weiß ich, Sängerin, Rapperin, was kann man dazu sagen? Die jetzt auf jeden Fall auch in Musik macht. Nutella sieht aus wie Scheiße, als ob ich das esse, ey. Mein Motto lautet ja immer, je natürlicher, desto besser. Und der gute alte Barry Hammerschmidt oder aka Body Farmers, meine Lieben. Ich kann euch mal kurz einen Clip einblenden, Freunde. Die mich noch nicht kennen, Alter. Ich bin Barry Tiger. Was los mit euch, Alter? Ich bin Barry. B-A-R-R-Y. Alles klar. Freunde, der hat vor vielen, vielen Jahren schon mal Musik gemacht. In Düsseldorf zu sehen, Turn Your Swag On heißt die Partyreihe. Schon so viele Zusagen auf Facebook, ich glaube schon über 1000. Also, ihr dürft die Scheiße nicht verpassen. Peace. Richtig heftig, richtig krass. Der hat es, glaube ich, mal vor vielen Jahren probiert, hat gemerkt, das wird nichts und hat dann wirklich angefangen, kontinuierlich Jahr für Jahr YouTube-Videos zu drehen und hat es geschafft, ja. Aber ich würde sagen, er hat mit YouTube mehr Erfolg, glaube ich, als mit Musik. Also, der hat zwar einen Track rausgebracht, Creepy, Creepy, Trappy, Trappy oder wie auch immer das heißt, aber ich glaube, der hat nicht so viel Klicks und Reichweite gebracht, was er jetzt darauf bauen könnte, dass er da jetzt weiter Musik macht. Also ich glaube nicht, dass er sich in dieser Hinsicht noch weiterentwickeln wird. An sich weiß ich nicht. Ich feiere ehrlich gesagt seine Musik nicht. Ich feiere ihn als YouTuber, aber als Musiker. Oder vielleicht war immer nur der Song scheiße. Dann gibt es jetzt auch einen kleinen Wandel, Freunde. Also vom alten YouTuber zum Rapper. Ein Kollege hat es probiert. Er war mal YouTuber, hat dann angefangen mit Musik. Oder hat nebenbei angefangen mit Musik. Und dann Jahre später, also vor genau einem Jahr, glaube ich, oder einem halben Jahr, hat er angefangen, wieder YouTube-Videos zu drehen, ja. Mit dem Kanal Felix Antoine aka Blume hat er jetzt einen Kanal geplant gehabt, was er auch, glaube ich, jetzt ein wenig in Sand gesetzt hat, nachdem rauskam, dass er seine ganzen Fans belügt oder betrügt oder verarscht. Das war's mit dem Video, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr nichts macht und wenn ihr dabei bleibt und bla 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 bla. Ich danke euch fürs Einschalten. Peace out, meine Freunde, und danke fürs Einschalten.